Ja, herzlich willkommen wieder bei Bullbone Finanz. Mein Name ist Patrick und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, vorab, lass erstmal ein Like da, wenn du es gerne möchtest. Und ja, dann einmal auf Abonnieren klicken, Glocke aktivieren, dann verpasst du kein Video mehr. Ja, für was steht dieser Kanal? Das sage ich auch immer wieder in der Telegram-Gruppe. Dieser Kanal ist für das Traden, Analysen auf dem Markt, Kryptobereich allgemein, für Dow Jones Gold und natürlich auch für den Nasdaq US 100. Und natürlich gucken wir uns auch Kryptoprojekte an, wo ich noch drinne bin. Und ja, auch im Kryptobereich sind wir oder bin ich natürlich auch weiterhin aktiv. Aber momentan bin ich mehr auf das Traden, weil somit können wir alle passiv Geld verdienen. Die Frage kommt immer wieder: Kann man deine Trades kopieren? Ja, meine Trades kann man kopieren, nur nicht über RoboForex, weil ihr habt bei meinen Videos gesehen, RoboForex bescheißt einen nur. Und ja, meine Trades sind auch fast nie aufgegangen und habe immer wieder ein Verlusttrade gemacht, was ich nicht verstanden habe. Und ja, jetzt hat bei dem neuen Broker funktioniert das ohne Probleme. Die Stop-Loss bin abgeholt, ordnungsgemäß. Der Spread ist sehr gering, ist nicht überteuert wie bei RoboForex. Also, wenn du natürlich meine Trades kopieren möchtest und einen richtigen Broker benötigst, wäre hier der MC Markets natürlich sehr, sehr gut. Oder Blackpool, da bin ich aktiv, weil Blackpool bietet natürlich auch das Copy-to-Trading an, das noch andere Trader. Und dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Guckt euch das Ganze auch erstmal gerne an. Wie gesagt, ich bin kein Anlageberater, auch kein Steuerberater, das muss jedem bewusst sein. Also alles, was ich euch hier zeige, ist natürlich mein Fachwissen, das so wie ich natürlich trade. Und für die VIP Plus Gruppe werde ich noch mal ein Sondervideo machen, welche Indikatoren ich jetzt hier momentan nutze. Ich habe jetzt ja rein theoretisch das, was ich für Bitcoin nutze, jetzt auch auf den Dow Jones, auf den Nasdaq gesetzt. Ich habe mehrere Indikatoren. Das bedeutet, dafür müsstet ihr rein theoretisch ein Abo abschließen bei TradingView. Ich habe jetzt zum Beispiel, könnt ihr rein theoretisch für 20 US-Dollar pro Monat natürlich das Ganze euch dann mieten oder für das Update natürlich mieten. Und dann könnt ihr halt mehrere Indikatoren und natürlich ja mehrere Charts aufmachen. Kommt halt drauf an, welchem Paket ihr hier nutzt. Ihr seht jetzt, ich mache jetzt ein Video, alles in einen Doppelpack. Und so ein Doppelpack bedeutet, wir gucken uns jetzt den Dow Jones und den Nasdaq nochmal an. Ja, ich habe hier heute früh auch getradet, mittlerweile auch in einer Seitwärtsphase. Wir gehen mal hier auf der linken Seite zu, Dow und Jones. Was habe ich heute früh gemacht? Heute früh natürlich habe ich ab 8 Uhr ein paar Trades eröffnet und natürlich 10 Uhr natürlich den Abverkauf, wo die deutsche Börse dann auf dem Markt online kam. Und ja, da die Marktteilnehmer natürlich den Druck nach unten gemacht haben, sind wir mit den Waden nach unten gegangen und haben natürlich komplett nach unten getradet. Und ja, das ist normalerweise immer das Gesundeste, was man machen kann. Und ja, ich habe ja auch schon meine Meinung gesagt zu einem Trader. Das ist zum Beispiel hier der David Franke. Er würde erst halt rein theoretisch, wenn der Markt nach unten geht, Buy Orders aufmachen, wie das Quit-System. Also ich mache hier kein Quit-System, ich mache hier auch kein Martingale. Also wenn ich zwei Trades aufmache, dann hat es einen Sinn. Und wenn ich nur ein Trade aufhabe, dann habe ich auch nur ein Trade offen und mehr auch nicht. Ich habe meinen Stop-Loss, ich habe meinen Take-Profit, ich ziehe meinen Stop-Loss in den Take-Profit rein. Minimal natürlich, weil wenn eine Gegenbewegung kommt, dass wir sofort ausgestoppt werden, auch wenn das Plus halt minimal ist. Aber wir gehen natürlich mit der Bewegung, also mit den Käufern und mit den Verkäufern natürlich auf den Markt. Ja, natürlich haben wir hier eine Sell-Order drinnen. Wir haben hier natürlich auch runtergetradet komplett. Hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe auch ein Signal bekommen, dann später nochmal für eine Buy-Order. Und ich habe die Buy-Order hier unten auch sehr knapp, sehr gut gesetzt. Beim Lower Low natürlich. Also wir haben wieder einen neuen Tief erreicht. Und das bedeutet, der Markt wird wieder definitiv aufgekauft. Natürlich war hier unten noch kein Signal. Ich habe natürlich hier noch ein wenig gewartet, bis ich hier unten ein Signal hatte. Der RSI selbst ist natürlich auch unten ausgebrochen. Beim Lower Low natürlich. Wir haben auch ein ja, Support erreicht, wo Volumen liegt natürlich und ja, da wurden wir auch sofort wieder aufgekauft. Also der RSI hat mir auch mal ein Signal gegeben. Wir könnten jetzt hier eine Buy Order aufmachen. Hier das Volumenprofil, also was ich hier jetzt an Volumen habe, wie viel wurde jetzt verkauft, sind wir jetzt unter dem Minus 100 gelandet oder natürlich kratzen wir diese Minus 100 an.
Das bedeutet, diese minus 100 Punkte, wenn wir halt die erreichen, ist der Verkaufsdruck so weit unten, es wurde zu viel verkauft. Das heißt, der Kurs muss definitiv wieder nach oben gehen. Ja, was ist natürlich passiert? Der Kurs ist nur minimal nach oben gegangen, ist natürlich wieder nach unten gedroppt. Logisch, kann man machen, wenn man den Risiko natürlich kennt. Aber wenn man sieht, wir haben ja ein Lower Low erreicht natürlich, heißt es natürlich, RSI hat Signal gegeben, das Volumen hat Signal gegeben, wir haben ein Volumen angetestet. Das heißt, wir gehen hier und das scalpen hier komplett rein bei dem Dow Jones natürlich und haben natürlich die Aufwärtsbewegung hier nochmal kurz mitgenommen. Natürlich habe ich noch ein Trade aufgemacht, heute früh. Das war natürlich hier unten, waren so viele Verkäufer unterwegs, dass natürlich irgendwann die Käufer natürlich hier auf den Markt kommen müssten und habe dann auch wirklich mit einer kleineren Lotzahl, besser gesagt, eine Buy-Order aufgemacht, was natürlich funktioniert hat. Gut, der RSI ist natürlich nicht angesprungen, wir sind nicht unten drinne gewesen, aber das macht nichts, weil wir sind hier überverkauft gewesen. Das heißt, es sind zu viele Käufer drinne gewesen, zu viel Volumen drinne gewesen. Das bedeutet für uns, wir müssten jetzt rein theoretisch einen kleinen Pump, sage ich mal, nach oben sehen. Und ja, in dieser roten Kerze haben wir dann natürlich einen Pump nach oben gesehen in Richtung 38.600 und 3,8. Und ja, danach gab es wieder Abverkauf. Was habe ich hier gemacht? Ich habe meinen Stop-Loss natürlich in den Take-Profit gezogen, weil wenn hier definitiv ein Pump nach oben gegeben hätte, wären wir hier komplett mit dabei. Ja, beim Dow Jones sieht es jetzt so aus. Jetzt, sage ich mal, würde das Ganze jetzt ungefähr bis 15:30 Uhr gehen. Aber ab 15:30 Uhr kommen die Amerikaner, nämlich da gehen die amerikanischen Börsen nämlich dann auch dann online, sage ich jetzt mal. Und ja, da kommen dann die neuen Käufer und Verkäufer rein. Dann gibt es hier wieder neue Bewegung, größere Bewegung. Also früh morgens nehme ich hier nur Richtung alles, was halt mit der deutschen Börse zu tun hat. Wenn die dann online kommt, kriegen wir hier eine große Bewegung rein und können hier mit dem Wahlen natürlich mitgehen. Genau, wie gesagt, beim Dow Jones aktuell gibt es hier eine Seitwärtsphase. Wir gucken, wir haben jetzt so aktuell 1% erreicht. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Das Minus von letzter Woche haben wir rein theoretisch auch schon raus. Also von daher warten wir hier einmal komplett ab. Ja, gehen wir mal rüber auf den US 100, also auf den Nasdaq. Den haben wir zum Teil auch getradet. Und jetzt ist die Frage, wie geht es hier weiter beim Nasdaq? Wie gesagt, beim Nasdaq haben wir jetzt halt keine große Möglichkeit, irgendwie jetzt halt noch reinzugehen, auch wenn wir hier eine Sell-Order drin haben. Ja, würde ich jetzt rein theoretisch gar nicht reingehen. Diese Sell-Order ist für mich irrelevant, auch wenn ich hier ein Signal kriege. Wenn ich ein Signal kriege, müsste es natürlich mit dem Volumen übereinstimmen, aber hier sitzen wir genau mittendrin. Daher mache ich hier definitiv kein Trade auf. Wir haben auch einen neuen Higher-High erreicht heute früh, logisch. Und irgendwann wird hier auch ein Abverkauf kommen durch den Higher-High. Und ja, aber auch hier können wir gut sehen, wir haben keinen großen Kaufdruck gehabt, wo ich sagen könnte, wir gehen jetzt natürlich in die Sellorder rein. Und ja, von daher würde ich hier auch kein Trade starten, weil dieser Signal, wenn hier auch ein Sell-Signal ist, kann tierisch nach hinten losgehen, weil auch der RSI mittendrin ist bei knapp 50 Punkten. Also von daher ist hier beim Nasdaq momentan auch nichts zu holen. Also auch hier abwarten und Tee trinken. Was wäre eigentlich der beste Einstieg gewesen? Wir gehen mal rüber auf heute früh um 8 Uhr. Heute ist ja der 11. Haben wir einen Lower High gebildet natürlich. Der RSI ist angesprungen. Natürlich hatte ich jetzt so schnell keine Trades eröffnen können. Aber wir sehen auch hier haben wir einen Punkt erreicht. Wir kriegen hier natürlich, haben wir so viel Kaufvolumen, so viele Käufer drinnen gewesen, dass es hier oben angeschlagen hat natürlich. Das heißt, nicht nur das Volumen hat angeschlagen, auch der RSI hat angeschlagen. Dann wäre hier ein perfekter Trade nach unten gewesen. Ja, wie gesagt, eine Sell-Order wäre hier sinnvoll gewesen, weil wir sehen auch, hier wurde komplett abverkauft bis zum neuen Lower Low natürlich. Und das hätte mir komplett runtertraden können. Gut, wie gesagt, wenn ich ein Trade öffne, setze ich meinen Stop-Loss natürlich gleich etwas in den Take-Profit rein, sofern er halt ausgestoppt wird natürlich und wir kriegen wieder einen Kurs nach oben, dann warte ich natürlich auch nochmal ab. Also hier haben wir rein theoretisch heute früh beim Nasdaq nicht so viele Trades gemacht, das waren vielleicht nur zwei, drei Stück. Also wir haben beim Dow Jones heute wirklich mehr Gewinne rausgeholt wie beim Nasdaq. Ja, wie gesagt,
Das sieht momentan die Lage halt so aus. Hier definitiv, wie gesagt, haben wir eine Seitwärtsphase, unten kurz ausgebrochen, wieder hoch. Also die Kerze muss unten schließen, dass man hier definitiv ein Trade starten, oder die Kerze müsste oben schließen, dass wir natürlich hier nach oben gehen. Beim Nasdaq können wir uns das Ganze auch nochmal einzeichnen. Wir haben hier rein theoretisch eine Seitwärtsphase. Wie gesagt, ich teile hier nur meine Fachwissen, mehr auch nicht, wie ich halt ungefähr trade, wie ihr das am besten verstehen könnt. Das haben wir hier rein theoretisch einen Kanal, was wir hier gerade bilden, mit sehr viel Seitwärtsbewegung, mit sehr viel Volumen. Wir sind unten durchgebrochen, natürlich sofort wieder hoch. Jetzt brechen wir hier wieder durch. Ich schätze mal, hier wird es wieder aufgekauft, dass wir hier wieder in die Seitwärtsphase reinkommen. Eventuell, muss nicht passieren. Ja, wie gesagt, das lassen wir auch erstmal so stehen. Unsere Seitwärtsbewegung, das haben wir halt beide die Seitwärtsbewegung eingezeichnet. Jetzt warten wir rein theoretisch bis heute Mittag mal ab, bis die Amerikaner online kommen. Wir sehen auch hier einen riesengroßen Abverkauf. Also rein theoretisch, wenn wir jetzt hier unten landen, wäre das vielleicht sogar noch ein guter Trade, was wir heute Mittag noch mitnehmen können. Aber aktuell würde ich hier die Finger weglassen. Wir sehen, es gibt nochmal weiterhin eine neue Kerze, eine Bestätigung, einen Abverkauf. Also da kann es sein, dass wir hier unser Lower Low nochmal antesten oder nochmal den vorigen Lower Low auch nochmal antesten. Wir sehen, wir haben ja mehrere Supports, wo wir antesten können. Momentan sind wir bei 17.980. Da haben wir natürlich auch nochmal einen Support liegen. Kann sein, dass es jetzt hier noch ein bisschen hapert, aber es kann hier nochmal weiter nach unten gehen. Aber wie gesagt, wir warten hier definitiv noch ab. Für die VIP Plus Gruppe, wie gesagt, ich habe euch nicht vergessen mit der Challenge natürlich vom letzten Monat. Die Auswertung ist fertig. Ich werde hier definitiv auch nochmal ein Video machen. Und ja, wenn ihr wirklich nichts mehr verpassen möchtet, dann kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Da poste ich natürlich auch alles rein. Auch das Ergebnis von heute früh mit knapp über 1%. Wie gesagt, wir hatten diesen Monat einen kleinen Verlust von letzter Woche. Den haben wir jetzt komplett reingeholt wieder mit den Trades. Also ich schätze mal, wenn wir ja, heute Nachmittag oder nachher nochmal einen Trade setzen und morgen dann auch nochmal 1%, dass wir hier pro Monat wirklich auf unsere 5% auch kommen. Genau, alle Informationen findet ihr auch hier nochmal. Also die Leute, wo halt dazuschauen, kommt nochmal eine Info zum Kanal. Und wenn du VIP-Plus-Mitglied gerne sein möchtest, was erwartet dich natürlich? Ich poste hier natürlich vom Nasdaq DAX und vom Dow Jones auch natürlich Chartanalysen, wo man natürlich die Buy-Order setzen kann, eine Sell-Order setzen kann, wo High-Risiko ist, wo man natürlich selbst traden kann. Also es sind Trading-Signale, was ich hier komplett abgebe. Also auch hier könnt ihr gerne mitmachen. Und ja, was haben wir noch gestartet? Also ich habe letzte Woche oder am Wochenende etwas Cooles gestartet für die VIP Plus Gruppe. Und ja, ich lasse mir halt immer wieder was einfallen. Ich hatte natürlich noch BXN Tokens rumfliegen und ich habe natürlich BXN Tokens, also ja, Blackford Tokens komplett ausgeschüttet der VIP Plus Gruppe nochmal. Und ja, die sind gestern sofort rausgegangen. Alle wurden ausbezahlt. Hier 100 BXN ausbezahlt. Hier auch nochmal 100 BXN ausbezahlt. Hier wurde auch nochmal ausbezahlt. Also jeder wurde sofort ausbezahlt am Sonntag von mir. Also auch da für die ganzen VIP Plus Mitglieder herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Wie gesagt, das waren BXN Tokens, wo ich einfach geschenkt bekommen habe, und ich finde, ich habe das einfach nur mit euch ein wenig geteilt. Also manchmal lohnt sich das, ein wenig mitzumachen in der VIP Plus Gruppe. Wer auch nicht dabei ist, macht es auch nichts aus, weil auch Informationen in der allgemeinen Gruppe gepostet wird, wenn es wirklich sehr wichtig ist. Blackford ist sehr wichtig, viele sind investiert, also von daher sind wir auch da definitiv an der Hauptgruppe aktiv dabei gewesen. Da habe ich auch gestern gepostet, dass der Token natürlich in dieser Hinsicht wieder verschoben wurde. War aber natürlich klar, aber dazu mache ich nochmal ein Sondervideo. Das war es jetzt definitiv von mir. Lass ein Like da, lass ein Abo da, die Glocke aktivieren, dann verpasst du natürlich auch kein Video mehr. Jetzt sage ich bis bald und bye bye.